Kompakt-SUV sind voll im Trend. Besonders, wenn sie auch im Winter für ein gewisses Sommerfeeling sorgen. Der Seat Ateca ist benannt nach der Stadt Ateca. Die ist mitten in Spanien und dort hat es aktuell 17 Grad plus. Das sind ca. 20 mehr als bei uns. Aber gut, wenigstens scheint die Sonne. Gut so, denn Sonnenstrahlen schmeicheln den Katalanen. Trotz seiner vergleichsweise kurzen Bauzeit geht die Silhouette des Ateca beinahe als ikonisch durch. Denn wenn man hierzulande an das Kompakt-SUV-Segment denkt, hat man wahrscheinlich das Bild eines Ateca vor Augen. Gespickt mit feinen Linien und Kanten, die den Spanier seit jeher so dynamisch wirken lassen. Daran hat auch das Facelift von 2020 nichts geändert. Dabei belässt er es nicht bei der sportiven Optik, auch das Fahrverhalten ist für sein Segment überdurchschnittlich athletisch. Bezahlbare, familientaugliche SUV gibt es viele, aber solche, die beim Einlenken so einen Spaß machen wie der Ateca, da muss man wirklich mit der Lupe suchen. Und Bergstraßen haben nun mal die unfassbar unterhaltsame Eigenschaft, dass sie größtenteils aus Kurven bestehen. Und da hilft dem Ateca natürlich sein wirklich gut abgestimmtes Fahrwerk sehr. Ganz ehrlich, es muss nicht immer Cupra draufstehen. FR geht ebenfalls wirklich gut ums Eck. Und gut, FR steht ja für Formula Race. Außerdem schmückt sich der sportlichste aller zivilen Atecas mit roten Ziernähten. Einem feinen Materialmix aus Leder, geschäumten Kunststoffen und Velour. Die Bedienung ist simpel. Die grafische Aufmachung des Infotainment-Systems hochwertig. Hinter dem Lenkrad machen sich digitale Armaturen breit. Ganz dem dynamischen Grundton folgend haben die Sitze ordentlich Seitenhalt. Vergessen aber nicht auf den Sitzkomfort. Die Kopffreiheit ist vorne wie hinten beinahe rekordverdächtig. Generell hat der Ateca überdurchschnittlich viel Platz, trotz seiner kompakten Ausmaße. Das gilt auch für den Kofferraum, dessen rund 500 bis 1600 Liter aller Ehren wert sind. SUVs sind ja im Grunde immer ein bisschen mehr Fahrzeug als normale Autos. Teilweise müssen sie richtig schwer schleppen. Gut, darum sind drehmomentstarke Dieselmotoren eigentlich auf dem Standardspeiseplan, wenn es um einen SUV-Antrieb geht. Aber wer sagt denn, dass das immer so sein muss? Hier zum Beispiel, das ist ein Musterbeispiel von einem guten Benzinmotor in einem kompakten SUV. 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder, 190 PS, der dreht gut, der geht gut, der klingt gut, so macht das Spaß. Beim großen Benziner immer an Bord ist das Doppelkupplungsgetriebe und der Allradantrieb, bei Seat 4Drive genannt. Damit ist er für die verschneiten Winterlandschaften, die wir in Österreich so lieben, gewappnet. Aber natürlich auch für Kleinstädte in Spanien mit mediterranen Temperaturen. Der Seat Ateca kann Sommer, er kann Winter, er kann Berge, er kann Tal, er kann Komfort, er kann Sport. Nicht umsonst ist er hierzulande ein absoluter Megaseller und eins der Lieblings-SUV der Österreicherinnen und Österreicher.